Hallo und herzlich willkommen bei Insolvenz TV. Mein Name ist Ulrich Horion, ich bin Rechtsanwalt in Dresden. Dieses Video hat die Nummer 22 und stammt vom 30. September 2021. Mein heutiges Thema ist die Insolvenzanfechtung durch den Insolvenzverwalter. Speziell geht es in diesem Video um die Vorsatzanfechtung nach Paragraf 133 der Insolvenzordnung. Im Ausgangspunkt einer Zwangsvollstreckung ohne Insolvenzverfahren ist es ja so, dass der einzelne Gläubiger versucht, mit seinem Titel in das Vermögen des Schuldners hinein zu vollstrecken. Und wer bei der Einzelzwangsvollstreckung zuerst den Zugriff hat, der kann sich auch aus den gefändeten Vermögensgegenständen befriedigen. Anders sieht das Ganze im Rahmen eines Insolvenzverfahrens aus. Hier ist es so, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz aller Insolvenzgläubiger ein oberstes Prinzip ist und hiernach auch verfahren werden soll. Dieser Grundsatz der Gleichbehandlung gilt nicht nur innerhalb eines Insolvenzverfahrens, sondern ist quasi vorgelagert auf den Zeitraum vor dem Insolvenzantrag. Diese Vorverlagerung erstreckt sich auf Jahre. Das hängt davon ab, welche Insolvenzanfechtungsvorschrift zum Zuge kommt. Mit anderen Worten ist es so, dass Zahlungsempfänger des Schuldners, die unter bestimmten Voraussetzungen nicht schutzwürdig waren, nach Insolvenzeröffnung durch den Insolvenzverwalter auf Rückzahlung in Anspruch genommen werden. Das kann betreffen Geschäftspartner, Behörden wie Finanzämter, Kommunen, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und so weiter. Also bei der Auswahl der in Anspruch zu nehmenden Anfechtungsgegner gibt es keine Ausnahme. Der Anfechtungsgrund der Vorsatzanfechtung nach § 133 der Insolvenzordnung ist ein wichtiges Instrument des Insolvenzverwalters, um die vorgefundene Insolvenzmasse zu vermehren. Andererseits ist diese Vorschrift in der Anwendung auch eine sehr schwierige Vorschrift. Allein mit dem Wortlaut des Textes kann man im Prinzip nicht viel anfangen. Daher ist es dieses Video, was Sie gerade sehen, ist vor allen Dingen interessant für Zuschauer und Zuschauerinnen, die aktuell mit einer Insolvenzanfechtung konfrontiert worden sind. Derartige Schreiben kommen oftmals aus heiterem Himmel, eben von einem Insolvenzverwalter. Und das kann dann auch Jahre zurückliegen, dass der Anfechtungsgegner eine Zahlung erhalten hat. Zusammengefasst möchte ich vorab erklären, welche Voraussetzungen die Vorschrift der Vorsatzanfechtung hat. Und zwar gilt Folgendes: Erstens, der Schuldner erbringt eine Zahlung an den Zahlungsempfänger. Zweitens, durch diese Zahlung wird das Vermögen des Schuldners vermindert. Drittens, der Schuldner hat Kenntnis, hat sozusagen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz. Das bedeutet, der Schuldner weiß in diesem Augenblick, dass er seine übrigen Gläubiger nicht mehr bzw. nicht mehr voll befriedigen kann. Und viertens ist Voraussetzung, dass der Zahlungsempfänger den Vorsatz, den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners kennt. Die Tatbestandsvoraussetzungen des Vorsatzes des zahlenden Schuldners und der Kenntnis des Zahlungsempfängers sind innere Tatsachen. Diese inneren Tatsachen sind im Streitfall einer Beweiswürdigung sehr schlecht zugänglich. Daher hat die Rechtsprechung,
objektive Tatsachen als Beurteilungskriterien herangezogen. Dazu später. Wenden wir uns nun den einzelnen Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung nach § 133 nochmal etwas gründlicher zu. Wir hatten gesagt, erstens eine Rechtshandlung des Schuldners, das ist im Regelfall eine Zahlung, also eine willentliche Handlung. Diese Rechtshandlung ist abzugrenzen von einem Vollstreckungszugriff eines Vollstreckungsorgans gegen den späteren Schuldner. Hier handelt es sich natürlich nicht um eine Zahlung, sondern um einen staatlichen Beschlagnahmeakt und dieser Vollstreckungszugriff unterfällt nicht der Rückforderung nach § 133 der Insolvenzordnung. Soweit zur Rechtshandlung des Schuldners. Dann zweitens brauchen wir eine objektive Gläubigerbenachteiligung. Das hatten wir vorhin ausgeführt. Das betrifft also in der Folge die Verminderung des Vermögens des Schuldners um eben diesen Betrag, den der Schuldner bezahlt hat. Die dritte Voraussetzung ist der Vorsatz des Schuldners, seine übrigen Gläubiger zu benachteiligen. Die Vorsatzanfechtung ist nicht etwa eine Anfechtung aufgrund einer strafrechtlich relevanten oder deliktischen Zahlung des Schuldners. Die Vorschrift Paragraph 133 Insolvenzordnung kommt vielmehr auch im normalen Geschäftsverkehr in Betracht. Es reicht die Kenntnis des zahlenden Schuldners, dass seine Geldmittel für die Bezahlung anderer Gläubiger nicht mehr zur Verfügung steht. Der Vorsatz, wie ich vorhin ausgeführt habe, ist eine innere Tatsache und nun ist es Aufgabe des Insolvenzverwalters in einem Anfechtungsverfahren bzw. Anfechtungsrechtsstreit die objektiven Anknüpfungstatsachen mitzuliefern, aus denen sich beim Schuldner diese Kenntnis des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes ergeben haben muss. Das dürfte dem Insolvenzverwalter im Einzelfall gelingen, wenn der Schuldner zum Zeitpunkt der Zahlung bereits über erhebliche anderweitigen Verbindlichkeiten litt bzw. verfügte. Und wenn auch insbesondere bereits Zwangsvollstreckungsmaßnahmen anderer Gläubiger vorliegen oder der Schuldner hat die Zahlungen bereits eingestellt, das würde bedeuten, dass er also die betriebsnotwendigen Zahlungen wie Löhne, wie Mieten, wie Krankenkassen, wie Steuern, dass er diese Zahlungen einfach nicht mehr geleistet hat. Dann kann der Insolvenzverwalter den Nachweis führen, dass der Gläubiger, dass der Schuldner, der das gewusst haben muss, daraus den Schluss zog, ich kann meine anderen Gläubiger nicht mehr befriedigen. Nach ganz aktueller Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat es nun eine Verschiebung oder Erweiterung der Sichtweise des Schuldners gegeben. Die Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz beschränkt sich nicht mehr auf den Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Schuldner darf auch nicht davon ausgegangen sein, in einer Prognose Zahlungen erbringen zu können. Wenn zum Beispiel der Schuldner im Augenblick der Zahlung nicht genügend Geldmittel zur Verfügung hatte, um alle Gläubiger zu bedienen, wenn er aber innerhalb eines Zeitraumes von größeren Geldeingängen ausging, die erwartet hat, dann ist es eben nicht so, dass der Schuldner mit Gläubigerbenachteiligungsvorsatz gehandelt hat. Es bestehen also in diesem Rahmen auch immer Argumentationsmöglichkeiten, den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners zu relativieren bzw. zu beseitigen. Hier ist eine intensive Sachverhaltsaufklärung unabdingbar.
Nachdem wir den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners behandelt haben, kommt es jetzt sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite auf die Kenntnis des Zahlungsempfängers an, dass er vom Gläubigerbenachteiligungs Absicht des Schuldners wusste. Das Gesetz hat zur Erleichterung der Beweisführung des Insolvenzverwalters eine Vermutung aufgestellt, die Folgendes besagt: Wenn der Zahlungsempfänger weiß, dass beim Schuldner zumindest die Zahlungsunfähigkeit droht und dass die Handlung, also die Zahlung, die anderen Gläubiger benachteiligt, dann sagt das Gesetz, liegt Kenntnis des Zahlungsempfängers von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht vor. Das Gericht ist aber trotz dieser Vermutung verpflichtet, alle im Prozessverfahren vorgetragenen Anknüpfungstatsachen zugunsten und zulasten der jeweiligen Parteien ausgiebig und ausschöpfend zu behandeln. Gegebenenfalls muss Beweis erhoben werden. Der Zahlungsempfänger muss zum Beispiel erkennen, aufgrund folgender Anknüpfungstatsachen, dass der Gläubiger mit Benachteiligungsabsicht handelt. Hier sind einige Beispiele zu nennen: Wenn der Schuldner fällige Verbindlichkeiten ständig schiebt und über einen längeren Zeitraum schiebt, wenn betriebsnotwendige Gläubiger nicht bedient werden, wenn Zahlungen in einer gewissen Höhe nur mit kleinen oder kleinsten Abschlägen bedient werden oder wenn auf Rechnungen und Mahnungen der Schuldner monatelang überhaupt nicht reagiert. Das sind alles Fälle, in denen die Rechtsprechung sagt, ja, aus diesen Anknüpfungstatsachen muss der Zahlungsempfänger den Schluss ziehen, dass der Schuldner unter Zahlungsproblem leidet. Zum Schutz der Warenwirtschaft und der Lieferanten ist vor einigen Jahren eine zusätzliche Regelung in Paragraph 133 der Insolvenzordnung aufgenommen worden. Genau genommen ist das Paragraph 133 Absatz 3 Satz 2. Wenn nämlich der Gläubiger dem Schuldner Zahlungserleichterungen gewährt hat, so ist daraus nicht die Vermutung herzuleiten, dem Schuldner drohe die Zahlungsunfähigkeit. Also ist es nicht von Nachteil, wenn der Gläubiger, der zum Beispiel ein Lieferant ist, wenn der innerhalb der Zahlungsfristen mit dem Schuldner Zahlungsvereinbarungen trifft, insbesondere Ratenzahlungsvereinbarungen. Dann sind wir noch beim Thema Verjährung. Wenn mit der Bezahlung, die dann später angefochten wird, wenn damit eine Gegenleistung erbracht wird, eine Lieferung bezahlt wird oder sonst eine Dienstleistung bezahlt wird, dann beträgt die Verjährungsfrist für die Insolvenzanfechtung 4 Jahre. Ansonsten beträgt die Insolvenzanfechtungsfrist 10 Jahre. Ich möchte noch für den konkreten Einzelfall nochmals einen Tipp mit auf den Weg geben. Wenn Sie also von einem Anfechtungsschreiben des Insolvenzverwalters auf Zahlungen, Rückzahlung in Anspruch genommen werden, dann klären Sie bitte alle einzelnen Umstände der damaligen Zahlung auf. Wie ist es dazu gekommen? Gibt es Schriftverkehr? Hat es Telefongespräche gegeben? Gibt es Zeugen und so weiter? Wenn die Aussichten der Rechtsverteidigung eher negativ zu beurteilen sind, dann sollte man auch immer eine wirtschaftliche Lösung des Problems im Auge haben. Wenn nämlich ein Zahlungsempfänger in erheblicher Höhe, damit meine ich fünfstellig oder sechsstellig, in Anspruch genommen wird und wenn er zur Zahlung gar nicht in der Lage ist, dann lohnt sich immer die Kontaktaufnahme mit dem Insolvenzverwalter. Entweder es wird ein Vergleich geschlossen mit einer Quotenzahlung, die vielleicht auch durch einen Dritten erfolgt,
Oder aber dem Insolvenzverwalter wird mitgeteilt, wir können nicht bezahlen, wir gehen selbst ins Insolvenzverfahren, damit dann die Restschuldbefreiung zumindest bei natürlichen Personen gewährt werden kann. Ich hoffe, mit diesen Ausführungen über die zugegebenermaßen schwierige Vorschrift des Paragraphen 133 der Insolvenzordnung gedient zu haben. Wenn ergänzende Fragen sind, dann stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. Sie finden meine Kontaktdaten im Text unterhalb des Videos. Darin ist in dem Text sind auch zwei Entscheidungen, also die des BGH und eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe zitiert, anhand derer die aktuelle Rechtsprechung nachgelesen werden kann. Ich freue mich auf das nächste Video und sage auf Wiedersehen.